Wasser oder Wodka? Beste Spielerklärung bisher. Vielen herzlichen Dank an Jasna. Dieser Blick war großartig. So, das Spiel heißt Wasser oder Wodka. Und dabei geht es zum einen ums Einschätzen und zum anderen um eure schauspielerischen Fähigkeiten. Ist das clever, am Anfang einer Sendung Joko und Klaas viel Alkohol zu geben? Du weißt ja noch gar nicht, worum es geht. Pass auf. Naja, der Titel ist Wasser oder Wodka. Ja. Und meistens ist ja Wodka, ne? Ja. Okay. Ich erkläre euch jetzt gleich das Spiel, aber vorab erzähle ich euch erst einmal, gegen wen ihr antreten sollt. Denn ProSieben hat sich gedacht, in diesem Spiel braucht ihr auf jeden Fall mindestens einen Gegner, der so durstig ist wie 10 Matrosen und so gut schauspielern kann wie die junge Jennifer Lawrence. Und da gibt es nur einen einzigen auf diesem Planeten und das ist Matthias Schweighöfer. Und er bringt mit seinen besten Kumpel, den Schlagzeuger von Silbermond, so. Andreas Novi Novak. Moin! Hallo Novi! Hallo Matthias! Moin Novi! Hallo, hallo! Hallo, hallo, hallo! Namaste, namaste, Matthias! Namaste! Moin! Namaste, schön, dass du da bist! Hallo! Matthias, komm hier mit auf die andere Seite! Hallo! So, hier, guck mal! Ja, so, hallo. Hallo! Hallo! Schön, dass ihr da seid! Ich weiß aber jetzt, wo ich weiß, dass Matthias da ist, das letzte Mal, als wir drei in einer Konstellation gewesen sind und es Wodka gab, ist das sehr, sehr desaströs geendet. War nicht so gut. Nee. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Wir schauen mal, was ihr noch erinnern könnt, gleich, wenn ich euch die Regeln erklärt habe und wir das erste Spiel miteinander vollzogen haben. Also, es heißt Wasser oder Wodka. Und es geht darum, dass beide Teams hier abwechselnd gleich bluffen und ihre Gegner richtig einschätzen müssen. Heißt das neuerdings bluffen? Oder? Wir haben alle drei. Wir haben hier bluffen sind vier, oder hier bluffen. Sind, hier sind vier Leute, die haben alle ganz bluffen? Irritiert geschaut, nee. Als du bluffen bluffen, ja. Bluffen, bluffen und bluffen. Das heißt bluffen? Nee, bluffen, oder? Bluffen, bluffen. Bluffen, bluffen. Bluffen, bluffen, bluffen. Bluffen, bluffen, bluffen. Ihr wisst ja, was ich meine, oder? Das heißt aber nicht, das heißt nicht der große Bluff. Aber der große Bluff. Okay, also es das heißt bluffen. Einigen wir uns darauf? Okay. Jetzt weiß ich genau, was du meinst. Aber es ist ein guter Bluff. Ja, es ist ein guter, der große Bluff. Steven, du hast doch geblufft, oder? Ich hab geblufft. Nee, ich der hat gebufft. Ich finde, das klingt extrem niedlich. Bluffen. Ja. Bluffen. Ja, ist doch was Schönes. Ja. Passt auch zum Spiel. Also, bluffen und den Gegner richtig einschätzen. Ihr seht diese Trennwände auf beiden Seiten. Dahinter verbergen sich Aufgaben bzw. Handlungen, die ihr jeweils immer zu zweit zeitgleich ausführen müsst. Und jetzt kommt das Spannende. Die Aufgaben wirken auf den ersten Blick komplett identisch, sind aber unterschiedlich. Der eine Teil ist echt, der andere ist unecht. Ganz simples Beispiel. Bleiben wir bei Wasser oder Wodka. Dahinter stehen zwei Flaschen, zwei Shotgläser. In der einen Flasche ist Wodka drin, in der anderen Wasser. Ihr kommt nach vorne hinter den Tresen, schenkt euch beide Gläser ein und tut dann so, als wenn ihr beide was getrunken habt und die müssen erraten, wer von euch beiden hat Wodka getrunken und wer hat Wasser zu sich genommen. Verstanden? Das ist das Bluffen. Ja, das ist das Einschätzen. Ja. Gut? Okay. Wollen wir loslegen? Ja, ich glaube, das erklärt sich besser, wenn man es das macht. Erklärt sich definitiv direkt gleich von selbst. Wir spielen 6 Runden. Wer am Ende die meisten für sich entschieden hat, gewinnt dieses Spiel. Ihr geht schon einmal hinter die Trennwand. Ihr startet mit eurer Aufgabe. Wir starten hier? Nee, Matthias und Novi, ihr geht direkt hier hinter. Hinter die Trennwand? Hinter die Trennwand. Ja. Guckt nach vorne und setzt diese wunderschönen Kopfhörer auf. Okay. Und guckt unser bezauberndes Publikum an. Und nicht bluffen. Sollen wir dabei ernst gucken oder eher lustig? Du kannst das, kannst alles ausspielen, was du möchtest. So, also, eure Aufgabe ist es jetzt, das, was ich eben gerade schon als Beispiel genannt habe. Ihr seht eine Flasche mit Wodka, eine mit Wasser. Ihr nehmt die gleich beide mit nach vorne, natürlich ohne das Post-it vorne drauf. Sollen wir Folgendes machen? Dann gießt ihr vor den beiden die Flüssigkeit ins Shotglas, trinkt es und die müssen dann erkennen, wer Wodka getrunken hat und wer Wasser. Verstanden? Ja. Okay. So, stellt euch dahinter, noch nicht einschenken, ich hole die anderen jetzt raus. Ja, ja, klar, ja, kein Problem. Kein Problem, gut. Muss ich das bis zu dem roten Strich auffüllen? Oder, ja, dann? Bitte. Hoch. Ihr könnt die abnehmen. Ach so. Ja. Wow. Wow. Aber bist du tolle Musik, ne? Steven, okay, wir gehen jetzt hier rum, ja? Ja, ihr Steven, kommt, stellt euch hinter den Tresen. Muss er bis zum roten Strich abfüllen? Ja. So, stellt euch dahin und ihr müsst jetzt erkennen. Ach so. Novi und... Also was müssen wir jetzt nochmal machen? Matthias, wer von beiden trinkt Wodka, wer trinkt Wasser? Bitteschön. Können wir das auch erfragen? Ja, könnt gerne was fragen. Okay. Also ich würde wahrscheinlich... Ich würde exen. Trinken wir auf
Die Gesundheit. Auf Paulina Ruzynski. Auf Paulina Ruzynski. Ja. Das ist Wodkas reine Seele. Ja. Ex? Ex, ja, aber genussvoll. Also stürzt es nicht so runter, weil ich glaube, bei. Kann ihr das beißen. Vor euch nochmal halten und zu schwenken, bitte? Okay. Bei Wodka ist es ein bisschen öliger. Ja, okay, Klaas hat es schon vor. Also ihr müsst nicht das machen, was getan. Die anderen beiden wollen. Ihr könnt es machen, ne? Joko und Klaas? Ihr könnt natürlich auch noch mehr trinken. Fuck you, wirklich. Und zwar alle beide. Okay, das war sehr gut. Warte, aber ich kenne Joko, wenn er betrunken ist. Sehr gut. So viel Zeit haben wir jetzt nicht. Ne? Klaas war dann irgendwann bis das dabei. Könnt ihr noch was einschütten und nochmal so schwenken? Geht das? Ist das okay? Ja, ja, natürlich. Ja. Wenn die wollen, gerne. Also ihr könnt sie fragen. Nur wie, aber sie müssen nicht. Oh, guck mal, jetzt wird spaßig. Das war doch keine gute Idee, das als erstes. Ich glaube, Klaas hat. Nochmal. Kein Problem. Okay, wow. Okay, krass. Oh. Oh, shit. Sorry, Leute, ich hab geblinzelt. Könnt ihr noch einen trinken? Ich hab grad nicht hingeguckt, genau. Jetzt ist auch gut, weil er hat lange nicht getrunken. Okay, wir haben's. Okay. Wir sagen, Klaas hat den Wodka. Klaas trinkt den Wodka, ja. Joko das Wasser. Wäre vielleicht besser für uns alle, aber wir wissen nicht, was stimmt. Hier ist die Flasche. Komm, zeigen die einmal so. Das ist das Etikett. Das wäre euer erster Punkt. Und? Es ist das Wasser. I had the water. I'm sorry. The water! Und hier, um and das nochmal zu zeigen. I had the water! Scheiße, wir hätten noch ein bisschen warten müssen. Martin. Hat nicht geklappt. Macht nichts. Ihr geht jetzt bitte hinter eure Trennwände. Kommt mal mit. Klaas und Joko, sehr gut gemacht. Setzt euch bitte die Kopfhörer auf. Nee, die nimmst du nicht mit nach hinten, bitte. Das setz sie auf. Mir ist ultra heiß, Leute. Ivan, ihr seid jetzt dran. Ja. Und zwar seht ihr hier diese beiden Koffer vor euch. Ja. Wir sind auf, ey, das ist krass. Wir sind auf Joko the Bluff reingefallen. Ne? Das ist, ja, das ist the Bluff. Joko the Bluff. Ey, das wirst du mir mein Leben lang sagen. Okay. Gut, also zwei Koffer. Nicht, dass Joko jetzt ein Vollbluff ist, wisst ihr? Ja. Der Bluffkopf. Der Bluffkopf. Bluffkopf. Entschuldigung. Zwei Koffer, ja. Einer schwer, einer leicht. Bluffkopf. Ihr entscheidet euch, wer den leichten, wer den schwer nimmt. Dann kommt ihr hinter der Trennwand hervor, ja. Geht einmal rum und stellt sie wieder ab und die müssen raten, wer welchen hatte. Okay, okay. Warte, ja? Super. Komm, ich guck mal nach den anderen, dann sagt ihr mir gleich Bescheid. Spielst den schweren, den leichten. Kannst du ein bisschen stimmen? Kannst du? Warte mal, ist der leichte? Ist der? Ey, jetzt kommen wir, jetzt müssen wir... Ein guter Trick gewesen. Ja, ist Piero Lombardi geil drauf in letzter Zeit. So, kommt her, stellt euch hinter die Bahn. Hä, wo sind die? Ich sag's euch. Folgendes passiert jetzt. Novi und Matthias kommen gleich mit zwei Koffern hinter der Trennwand hervor, werden die hier einmal rumtragen und wieder abstellen. Ihr müsst raten, wer hat den leichten und wer hat den schweren Koffer getragen. Okay, bereit? Okay. Matthias, Novi, los geht's. Okay. Noch eine Runde laufen, bitte. Eine noch? Ah, fuck. Gut. Matthias, Novi kommt nach vorne. Wer von den beiden hat gebluft? Also, wir glauben, dass es ein klassischer Doppeltrick war. Ja, okay. Weil Matthias hat praktisch zu offensichtlich so getan, als wäre, also er wollte, dass wir glauben, dass er uns vorspielt, dass der Koffer schwer ist, dass wir dann praktisch drauf kommen, sagen, der spielt das nur und eigentlich hat er ihn tatsächlich, weil er absichtlich so schlecht gespielt hat. Also Matthias Schweighöfer ist ein Weltklasse-Schauspieler. Erzähl mir doch jetzt mal, wer hatte den schweren, das ist nicht so schwer. Den leichten zusammen. Koffer hatte Matthias Schweighöfer. Er ist ein guter Schauspieler, okay. Aber hat extra das schlecht gemacht, wir denken, er will uns reinnehmen, wir kommen drauf und so wie so ein Easter-Egg. Wer hat uns was hingelegt? Klaas, wer hatte den leichten Koffer? Novi. Okay, also ihr sagt, Novi hatte den leichten Koffer und Matthias den schweren. Wir loggen ein. Mögt ihr noch einmal ganz kurz die Koffer holen, dass wir das einmal sehen? Ihr könnt die mal reinrollen und dann sollen die beiden die selber hochheben. Also Matthias hatte den türkisfarbenen, Novi den schwarzen und ihr dürft selber mal anheben. Matti hatte den leichten. Viel Spaß. Matti hatte den leichten.
Also ich habe ja gesagt, er hatte den schweren. Du hast gesagt, ich hatte den schweren, ja. Ja. Scheiße. Ja, stimmt ja gar nicht. Genau. Matthias, was ich nur wissen will, ist, hast du mich eine Schleife weniger oder noch eine Schleife mehr verarscht? Noch eine Schleife mehr verarscht. Das heißt, es war eine Vierfachverarschung. Das habe ich an der Schauspielschule gelernt und das ist, ich bin ja nicht umsonst ausgebildeter Schauspieler. Ne? Weil das ist irre. Das ist kurz vor, fünf vor Timon Krause steht es. Ja, das ist für, dafür kann man, kriegt man schon mal den Deutschen Comedy-Preis. Also, ihr habt euch das falsch eine entschieden. Vierfachverarschung. Also auch kein Punkt für euch. Wir fahren die ganz kurz nicht schnell raus. Danke. Aber und ihr geht wieder einmal hinter die Wand, bitte. Oh, Entschuldigung. Kann ich eine Frage stellen? Ja, kann ich eine immer. Frage stellen? Steven, eine Frage bitte. Ja, darfst du? Spielen wir jetzt die gleiche Runde nochmal? Wer hatte Wasser oder Wodka? Nein, das spielen wir nicht, mein Lieber. Du okay, gut. Weil das weiß ich nicht, ob ich das Das wird zu gefährlich.